Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Behind the Scenes. Wir haben uns entschlossen, unser Playmobilzimmer noch einmal umzugestalten. Wir haben einen Tisch dazu gekauft, wir haben eine neue Kulisse gekauft, einfach damit wir ein bisschen professioneller werden und noch bessere Videos für euch drehen können. Ich möchte euch jetzt kurz zeigen, was wir dazu gekauft haben, beziehungsweise was sich in Zukunft noch ändern wird. Ja, also wie gesagt, wir haben uns noch einen weiteren Tisch dazu gekauft, wo wir noch mehr Platz für unsere Playmobilhäuser haben. Den habe ich im Internet bestellt, der ist ganz praktisch und die Firma heißt auch praktisch. Das ist ein Tisch, der für den Modellbau auch geeignet ist. Ja, und dann kann man beliebig erweitern, beliebig die Elemente kaufen und zusammenschrauben. Das ist ganz praktisch, da haben wir uns ein Basisset gekauft. Die Platte habe ich, wie man sehen kann, schon grau gestrichen. Einheitlich. Da wird auch eine kleine Straße wahrscheinlich entstehen, das müssen wir uns noch ein bisschen überlegen. Gestrichen habe ich die Platte einfach hier mit so einer Wetterschutzfarbe. Silbergrau. Das hat ganz gut funktioniert, die Holzplatte zu streichen. Das ist ganz flott gegangen. Ja, hier habe ich schon einmal so Performer-Häuser aufgestellt. Schule. Ich mir vorstellen würde, das muss ich natürlich noch mit dem Stefan und mit dem Tom besprechen, wie wir das dann schlussendlich machen. Aber der Plan ist eben, dass hier rundherum eine kleine Playmobil-Stadt entstehen soll. Damit wir eben noch mehr Häuser aufbauen können und das Drehen dann auch leichter wird, weil wir nicht jedes Mal neu aufbauen müssen. Immer recht viel Arbeit. Ja, den Bauernhof von Oma und Opa, den kennt ihr ja schon, den haben wir ja schon beim letzten Mal neu hergerichtet. Ich habe ihn heute nur neu ausgerichtet, die Platten wieder festgeklebt, die Tiere neu aufgestellt. Das ist nämlich so ein Tapeziertisch vom Obi, da hält es nicht ganz so gut wie von einem Holztisch. Ah, der neue Tisch ist eben aus Holz, das sind gewisse Dinge leichter. Ja, daneben könnte ich mir vorstellen, dass das Einkaufszentrum dann entsteht, was dann eben auch fix stehen bleibt. Das werden wir so machen. Hier haben wir die Garage vom Stefan, da wird in die Straße hinführen. Stelle ich mir zumindest so vor. Ja, und den Garten von der Familie Putz. Den kennen wir eh schon. Wobei möglicherweise ist die Planung, dass die Familie Putz umziehen wird. Aber das schauen wir. Dann lasst euch überraschen, ob sie ein neues Haus bekommen oder nicht. Ja, ich habe mal die Vorarbeit geleistet und es wird auch einen zweiten Teil geben von Behind the Scenes, wo dann der Stefan euch zeigen wird, wie ihr die Straße, die Markierung für die Straße aufträgt, beziehungsweise ja, wie wir dann schlussendlich die Häuser anordnen. Wird sicher noch ein, zwei Teile wird sicher noch geben. Gut, ich hoffe, der erste Einblick hat euch einmal gefallen. Und ich freue mich dann schon aufs nächste Mal. Tschüss, eure Claudia.